Ein wunderschönes Hallo bei The Forest, in the Cave, by the Climbing, at the Waterfall. Ne? Mhm. Masken 1. Beim leisen, sanft dahinplätschernden Wasserfall. Mhm. Das sind dann immer so Sachen, wo man dann den Wasserfall Silent Water nennt oder so etwas. Ja, genau. Kleiner Bach. Ja, genau. Nach wie vor die Namensgebung so oft, vor allem in der englischen Sprache. Grand Canyon, ja, große Schlucht, super. Hey. Das ist schon, ja. Okay, da sind wir jetzt unten drunter. Oder Rocky Mountains. Das ist auch gut, ja. Ja, das ist ein ganz einfallsreicher am Werk. Okay, ich glaube hier lang. Nee. Ah, hilf mal mit, auf der Karte sich zu orientieren. Wir wollen doch hier diesen Zip... Mist. Ich wollte dir gerade helfen zu orientieren. Wo bin ich? Das war nicht schlecht. Ich bin voll schnell vorangekommen. Scheiße. Kacke. Wie komme ich hier wieder weg? Das war doch vorher nicht da! Ja, wer hat die Schlucht hier hingestellt? Das ist jetzt echt ein Problem. Ja, dann... Hä? Ja, aber ich glaube, wir müssen die Steilwand hier hoch mit dem Seil. Mit dem Seil meinst du, ne? Also dachte ich dann auch fast. Nur muss ich da jetzt erstmal wieder hinkommen. Ja, nimm doch einfach das Jetpack. Achso, ja klar, warte mal. Ich gebe mal hier kurz God Mode ein. Fly Mode? Hä? Ist das überhaupt richtig? Die Reflexion ist auch so komisch. Vielleicht bist du unter der Welt gelandet. Ich hoffe nicht. Ist einfach durchgefallen. Warte mal, da ist ein Seil, also muss ich jetzt hier wohl schrittweise nach unten. Autsch. Autsch, der Wasserfall wird zum Glück immer leiser. Ein so sanftes, schönes Naturschauspiel. Richtig toll zum Entspannen. Das ist doch super. Ja, ja, voll toll. So, jetzt aber hier wieder hoch. Ich habe unseren Durchgang gefunden. Also da bei dem Zippel, ne? Der Zippel zur Wet Cave. Ja, ja. Weil bisher ja auch keine Cave hier irgendwie wett war. Nee, gar nicht. Die waren alle staubtrocken. Das ist die einzige, wo ein kleines Fünkchen Wasser zu finden ist. Ja. Oh Mann. So. Bin ich jetzt wieder mit dir auf einer Ebene? Niveau wollte ich ja nicht sagen, weil das ist klar, dass ich ein paar Stufen höher bin. Du musst erstmal in den Seil hochklettern. Ja, bin ich ja schon. Glaube ich nicht. Doch. Weil von da ist es nicht mehr weit, dann wärst du schon bei mir. Genau, ich bin da erstmal runtergefallen. Jetzt habe ich hier wieder zurück und ich sehe nichts. Schön, soll ich die Verleuchtfackeln dahin schmeißen? Nein, warte mal, ich habe das Seil gefunden. Also ich habe ein Seil gefunden, ob es jetzt das Seil ist, weiß ich auch nicht. Gucken wir mal. So, hier. Also du bist auf jeden Fall gut beraten, wenn du sie erstmal alle hochgehst. Naja. Ah, ja, das sieht nach Zippel aus. Ich höre was. Das sieht nach Zippel aus. Patschefüßen am Anmarsch. Hallo. Hallöchen. Wie, das ist jetzt das Ende vom Zippel? Nee, guck doch mal auf die Karte, du. Ah, nee, jetzt haben wir tatsächlich... Ah, jetzt ist es weitergegangen. Ja. Leg mal dein Gerät ab, das sieht scheiße aus. Nein. Das ist cool, das ist die neueste trendy Mode. Ja, wunderbar. Jetzt steht er mir im Weg. Hier geht ein Seil hoch. Ja, ich glaube, das müssen wir auch hochgehen, weil die Karte das eindeutig nein, so... Nein, du musst erst hier den Mist aufnehmen. Oh, warte mal, ja. Das ist mir ein bisschen zu schwer, ich kann nicht den gesamten Mist aufnehmen. Da ist ein fettes X auf der Karte, was das verdeckt, was man da eigentlich sehen soll. Schön! Das ist schon cool. Das hat man noch nicht. Ich dachte, gefühlt hat man hier irgendwie alle schon, aber... Okay, nee, genau, dann ist das Ende vom
Schlauch dann hier, weil da sind wir hergekommen, genau. Mach das Licht wieder an und ich leg mal meine schöne Dingsens ab. Und dann haben wir da echt den Zugang zur Wetcave gefunden. Also Untertage, nicht, so. Nicht. Ja, ich denke mal. Weil, also auf meiner Karte hat sich jetzt der Schlauch da verbunden. Und den laufen wir jetzt auch lang. Ne? Dann mach das mal. Ne, mach ich doch. Hä? Wir laufen doch gerade beiden lang. War das hier? Ja, das frage ich mich ja halt auch. Hä? Bleib mal da stehen, ich werfe mal Dynamit hin. Man hört schon immer Tiergeräusche, ne? Ja, ja, mach du mal. Ich esse mal was. Machst du? Ich bin dabei. Ich denke nicht, dass das geht, aber wir können es gerne mal ausprobieren. Ja, ich auch nicht. Oh, das war sogar gut. Ja, ja. Und? Ja. Oh, doch, tatsächlich. Ich dachte halt, dass... Was wollte ich sagen? Sag mal, was wollte ich denn sagen? Weiß ich nicht, wir müssen aufpassen, jetzt sollten hier wahrscheinlich gleich Gegner ankommen. Ja. Yep. Special Spare activated. Ich wollte eigentlich sagen, dass man oftmals ja da so ein Zeichen drauf ist, von wegen jetzt Dynamit hier einfügen. Haben wir den? Den haben wir. Ja, den haben wir. High Explosive Dangerous. Ich kann es nicht ganz lesen, ich muss dann näher mit dem Feuerzeug ran. High Explosive Dangerous. Okay, ja, dann ist ja gut. Hier sind so kleine. Das ist Kamelle. Ui. Ups, ja, das passt ja auch gerade zu der. Na, jetzt. Ich erwische die irgendwie wieder nicht. Stimmen die Hitboxen irgendwie nicht. Komm her. Auch die tun ja richtig Damage. Hast du sie? Ich glaube, die habe ich ja. Die. Jetzt habe ich endlich eins getroffen. Ja, Mensch. Ja, habe ich doch genommen. Ist so gut. So. Hier. War mal so noch nicht. Feuer? Nee. Das ist doch cool. Oh, da ist ganz wichtiges Aufnehmen. Ja, warte mal. Ich mach mal hier die Explosive auf. Verstehe ich nicht. Hab ich schon versucht, okay. Was denn? Ah ja, den wichtigen Zettel. Kannst du dir mal durchlesen? Wo ist er denn? In der Kiste. Oh, hier sind Gegner. Ja. Achtung. Na, komm her, komm her. Oh, es sind gleich zwei. Ja, ja. Hopp. Oh, Vorsicht. Ist er down? Ja, der ist down. Das machst du, weil sonst tust du mir dann wieder weh. Das mache ich nie. Nö, nö, machst du nicht. Du tötest mich gleich. So. Dann nehmen wir ein bisschen Alkohol auf, das hilft immer. Hier haben wir ein bisschen Munition. Ach, den Zettel meinst du? Siblings still missing. A fun drink for a fun time. Warum denn Siblings? Das verstehe ich gar nicht. Warum geht's denn mal um Geschwister, mal um ein Kind? Weil das eine konsistente Geschichte ist, die keine Fehler hat. Nö. 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 Oh! Ich glaube, ich habe seine Lieblingsboxen kaputt gemacht. Komm her! Komm her! Ja, richtig, komm her! Da rennt er durchs Feuer, aber dann passiert nichts. Asbestos wieder. Ja. Na, jetzt. Ja, genau, rückwärts den Fels hochlatschen, als ob es jetzt wieder. Das sind ja schon echt angepasste Höhlenbewohner. Das ist Wahnsinn. Ja, kannst du das nicht, oder? Nee. Ich habe andere Fähigkeiten. Da kommt gleich der nächste, glaube ich. Hört sich an wie morgens im Aldi. Komm her jetzt. Wo müssen wir eigentlich lang? Müssen wir links oder rechts?
Wir müssen links demnach. Also da lang? Nee, das ist der falsche Weg. Ich sehe genau, wir sind ja von da gekommen, das heißt, wir müssen eher rechts lang. Dann können wir den sogar links liegen lassen, wenn wir wollen. Ha, weil wir rechts lang gehen. Ah, ist ja, das, warte das mal. Wieder gar nichts. Ja, ich gehe schon mal ein Stückchen vor, damit denn. Ja, jetzt, ich habe noch. Jetzt bleib doch mal, ja. Ich mache hier gerade die Knochen noch fertig. Sag doch, dass du da noch ein Mods Buffet machst und so weiter. Dann hätte ich auch noch mal anfangen können. Ja, dachte ich halt. Ich weiß nicht warum. Ja, weil das sonst schlecht wird. Was? Das Essen. Das Essen? Weil es jede Menge Knochen gibt, aus denen man sich Rüstung bauen kann und. Gut, dein Essen ist fertig. Ja, danke. Willst du was? Ja, ich esse die Echse, die ich da drauf gelegt habe. Nee, ich wollte halt eigentlich weiter, weil dieser eine komische Heinz hier noch rumhüpft und ich nicht wusste, was da noch alles kommt. Ja, der kommt gleich wieder. Ja, aber... Der war jetzt so erstaunt von meiner Taktik, da wegzugehen, dass er jetzt super verwirrt abgetreten ist. Der kriegt dann eins mit meinem Fisch gewatscht hier, pass auf. Flatsch. Flatsch. Genau, eine Schelle mit der Forelle. Hab ich denn überhaupt irgendwas, was ich verwerten könnte als... Nee, Knochen habe ich alle aufgebraucht. Soll ich hier Fleisch drauflegen? Nee, ich hab schon, alles gut. Aber jetzt können wir weiter, oder? Sofort. Ich baue mir nur schnell noch die letzte Rüstung fertig. So, jetzt. Ich bin da. Es ist ja gut, dass du ausgestattet bist mit Rüstung und so weiter. Ich habe mir super, ja, eine halbe Echse angezogen. Das ist doch toll. Mhm. Siehst du, jeder hat was. Ja. So, hier. Ist das hier richtig? Ja, ja. Man sieht halt einfach nichts. Das tut mir sehr leid. Da bringt es auch nichts, irgendwas hochzudrehen, wenn halt nichts da ist, was man sehen kann. Ne? Ja. So kann man natürlich auch Performance erreichen, wenn man einfach nichts darstellt, was gerendert werden müsste. Das ist schon cool, ja. Mhm. Hat sich schon viel bei gedacht. Was ist hier jetzt? Ich glaube, die Höhlen kriegen wir nie fertig. Doch, wenn wir sie dunkel machen. Ja, genau. Ach, hier müssen wir durch. Okay. Hier ist nochmal ein komischer Wasserfall, dahinter ist nichts, das ist gut. Mhm. Dass er da ist, dann gehen wir da einfach mal durch, ne? Ja. Ah. Wir haben schon keine Fledermäuse mehr gehört in diesen Durchgängen. Es wäre so schön gewesen, wäre es jetzt gekommen. Ja. Nein, okay. Aha, hier hat man auch noch nichts. Also jetzt sind wir tatsächlich in einem Bereich, wo wir vorher noch nicht waren. Cool. Also zumindest in dieser Aufnahmesession oder seitdem wir die Map haben oder sonst, ich weiß es nicht mehr, weil alles irgendwie durcheinander flog. Dadurch, dass wir ja nochmal angefangen haben und mit dem Update und hin und her. Aber jetzt, nach jetzigem Stand, waren wir hier noch nicht. Was irgendwie komisch klingt. Jo. Ey. In diesem Universum. So. So. Da. Oh, 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 oh. Oh, sollen wir mal wieder runter? Ja, ist vielleicht eine Idee. Vielleicht fällt er runter. Ja, ja, probier's mal. Es hängt ja komisch im Fels. Ja, das ist schon mal nicht verkehrt. Ich könnte den Molly hinschmeißen, aber ich glaube, das senke ich die Haarpracht. Ja, warte mal, dann gehe ich einfach ein Stück weiter runter. Jetzt kannst du, glaube ich. Kannst du gern probieren. Also ich bin... Ja, ja, ich bin dabei. Achso, okay. Ich muss erstmal auswählen. Ja. Anzünden. Aber die kannst du ja auch tatsächlich auf die Schnellwahltaste legen, im Rucksack da. Ich kann nicht so vieles hinlegen. Ja. Das funktioniert schon mal gut. Ja, ja. Ich könnte es jetzt probieren, dran vorbei zu glitschen, aber... Dass ich oben bin, aber ich glaube, dann erwischt er mich, weil er da durch den Felsen rausschlägt, ja leider. Der klingt wie ich, wenn ich Hunger habe. Ja. Oh mein, ja, ja. Furchtbar gefährlicher, schwieriger Gegner. Hm. Ja. Glitchbär, der Glitchgegner.
Das ist schon ziemlich gefährlich für meinen Molly-Bestand. Ja, kannst auch noch eine Bombe ballen. Soll ich auch Pfeile verwenden. Dem scheint das nicht so ganz zu gefallen, glaube ich. Nee, ja. Beschwert sich das schon ganz schön. Vielleicht nimmt er auch gar keinen Schaden, weil der Molly immer am Felsen abbrennt. Ja, genau. Du hast auch noch das Haarspray. Ah, sehr gut, das war's. Kann ich jetzt dran vorbei, ohne mich anzuzünden? Ich probiere es. Ach stimmt, den kann man ja ernten. Geht das? Ohne runterzufallen? Ja doch, oh. Erstaunlich. Cool, ja, Mensch, bösen Gegner erledigt. Das haben wir da mal ganz gut gemacht. Du bist schuld daran! Wenn man gut ist, kann man das, so. Hier schläft irgendwas. Habe ich das Gefühl. Ah! Der ein oder andere Gegner! Hinter dir sollte noch einer kommen, Achtung! Okay, der hat sich... Hat sich das Ganze nochmal angeschaut. Von hier aus erwische ich deine Achillessehne, komm her! Oh. Aua, aua! Achtung! Jetzt hänge ich hier fest. Ah, jetzt hängt er hinter mir. Ja, ja, alles gut. Oh. Ich kümmere mich um den anderen. So. Nein. So, den haben wir down. Den hier auch. Sehr gut. Willst du nochmal ein Feuerchen machen, oder? Nö, ich habe ja auch nicht. Aber auch nicht ewig Holz. Ja, aber ich kann ja nochmal eins machen eigentlich. Ich meine, hier ist zwar jede Menge Holz, aber... Nee, aber man kann kein Feuer machen, nee. Nee, das geht nicht. Survival Game kann man auch wederisch sein. Genau das wollte ich sagen, ja. Das ist so dämlich. Das ist bei den meisten Survival Games einfach so dumm gestaltet. Ja. Ich meine, es ist verständlich, weil es schwierig ist, ein Spiel zu machen, wo du alles verwerten kannst, aber trotzdem ist es so unangenehm. Ich finde halt das 7 Days to Die halt schon ziemlich cool. Da kann es halt durchaus passieren, du hast irgendwie aus irgendeinem Grund nicht ein Stück Holz dabei und dann, da zackst du halt bis die Einrichtung oder so. Mhm. Und irgendwann kommst du halt dann zumindest spärlich halt dann an Holz wieder ran. Ja. Ne? Also. Ja, eben, aber 7 Days to Die ist also so ein schönes Beispiel, wo man halt tatsächlich einfach seine Map komplett verwerten kann, wie man es ja normalerweise auch könnte in einem Survival-Situation. Keine Ahnung, wenn ich in einem Haus bin und unbedingt Feuer machen will, dann gibt es ja garantiert irgendwas, was ich auseinandernehmen kann, was brennt. Wo laufen wir denn jetzt hier gerade lang? Immer noch der Map hinterher, sozusagen. Ja, ich laufe hier im Parallelgang, glaube ich. Oh, ja, hier ist die Menge. Ah, okay, Moment. Das ist, glaube ich, auch der richtigere Weg. Ich gehe den mal zu Ende, damit ich den auf der Map hier habe. Ja, wobei... Deiner sieht noch besser aus, glaube ich. Na, ich glaube, meiner führt in eine Art Sackgasse, beziehungsweise zu einer Untertunnelung, die wir aber schon haben. Ich glaube, du gehst Richtung Exit. Nee, aber da wollen wir ja gar nicht hin. Ach so. Ja, dann ist natürlich falsch. Ja. Feindkontakt. Den habe ich hier auch nicht. Ich habe ganz klar die bessere Sache gemacht. Ne, genau, wir wollten ja diesen einen Zippel da langlaufen. Ja. Wenn du dich dran erinnerst. Oh, 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 ich bräuchte deine Hilfe, ich bin down. Ach, nö. Ja. Hm, musst du nochmal zurückkommen? Ja, den ganzen Weg. Ja, den ganzen Weg. Das tut mir jetzt leid. Das ist ein weiter Weg. Hoffentlich hältst du so lange aus. Ach, bis jetzt schon. Ja, aber Zeit, ja, Zeit. Kommst jetzt bald mal? Ich sehe überhaupt nichts, jetzt bin ich aus der Puste. Oh. Und da hackt ein Gegner auf dir rum. Ja, das ist richtig. Der hackt die ganze Zeit noch auf dir rum. Ja, jetzt Alter, sieht voll Brille aus. Oh, jetzt habe ich da deinen Schatten. Das hört sich schon mal ganz gut an. Ja. Also jetzt ist auch die Hälfte rum, ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, jetzt hackt der schon wieder an dir rum. Du bist hier voll... du bist hier voll der Köder. Ja, ist so gut.
die Strategie kann man sich merken. Ja, echt. Weil du stehst halt, weißt du, liegst da nicht. Ich glaube, in der Animation liegst du da und atmest schwer. Ja, ja. Und tatsächlich stehst du hier einfach nur wie auf Standby und lässt dich wie so ein Punching Ball da auszehren. Hm, das ist schon gut. Ja. Hallo? Bist du überhaupt jetzt noch belebt? Ach, da vielleicht? Also jetzt? Sehr gut. Ja, jetzt steht er auch auf. Toll. Ah, schön, ja, Mensch. Ja, ist für dich. Ja, eklig. Du weißt doch, es gibt Riechsalz und es ist nicht so ein bisschen. Genau. Man muss halt improvisieren, Survival und so weiter. Ja, ja. Aber hat funktioniert auf jeden Fall. Nee, genau, ja. Also du bist jetzt da diesen Seitengang da lang gelaufen, der führt uns da an diese komische T-Kreuzung, was dann ja auch noch weiterführt, was sehr interessant ist. Und das ist nochmal ein anderer Ausgang scheinbar. Und das, der andere Weg hätte mich, wenn es da weitergeht, zu dem nächsten Exit geführt. Aber auch nicht so richtig. Also der Weg hier. Deshalb können wir eigentlich deinen Zwischengang dann nochmal weitergehen. Ja, gleich. Ich gucke erstmal, was es hier gibt. Hier gibt es nämlich Zelte. Achso, genau. Das ist der Weg rein. Alter. Geisterkiste. Aber hier waren wir jetzt noch nicht? Nee, anscheinend nicht. Da, ich bin da. Wichtiges Bild. Wichtige Information, die ich nicht aufnehmen kann. Jetzt gehe ich so wieder zurück, okay. Hallo? Das heißt, so müsste ich dann dahin gehen, ne? Kannst du machen, ja, okay. Ich nicht. Was? Wichtige Information, die du nicht aufnehmen kannst? Nö. Vielleicht später nochmal, hier liegt jede Menge Stuff. Vielleicht haben wir sie auch schon. Nein, wir waren doch noch nie hier. Oh, wir können wieder. Ja, vielleicht aber schon. Also, wir wissen es nur nicht. Found Passenger sieht 3D. Das ist ja schön. Jetzt haben wir auch mal die Dimension erreicht. Du meintest so, einfach nur das Feuer gerade, oder? Ja, ja, genau. Jetzt können wir hier erstmal unsere Opfer holen. Opfer? Hey, komm auf den Grill, du Opfer. Hast du was zu essen reingelegt? Nein. Warum ist das jetzt schon fertig? Das ist noch ein Hochofen hier. Das lag schon vorher da drin. Achso. Ja. Okay, also mein Health ist ziemlich am Ende. Hier können wir Rope aufnehmen. Zum Glück ist es schon alles voll. Ja, toll, ja. Können wir was aufs Rope bauen? Hm? Was können wir denn so aus Rope bauen? Was alles. Alles, ja, kannst du alles, alles. Alles, alles. Okay. Ja, aber genau, das deckt sich eigentlich mit meiner Karte, dass es hier dann eben zu Ende ist. Das ist eine Sackgasse. Da war wohl noch ein Seil, was nach oben führt. Das bringt uns aber nichts. Oder? Hatte ich das falsch gesehen? Hatte ich vermutlich... Nee, hier ist ein Seil. Ja, ja, doch. Das ist das Seil. Das führt uns dann vermutlich nach da oben. Ist das spannend. Mensch, naja, aber da müssen wir mal gucken, dass wir dann eben diesen Abzweig dann nehmen, der uns dann vielleicht dann zu einem Ausgang führt oder wo er uns dann auch immer hinführt. Jetzt bin ich verwirrt. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Dann haben wir dann die gute Teile der Map erstmal erkundet. Das ist auch nicht verkehrt. Und dann können wir mal gucken, wie wir hier weiterkommen im Spiel. Das wäre echt mal schön, dass wir dann auch wirklich weiterkommen in dem Spiel. Nein. Doch. Ich habe eine Tic-Tac-Schachtel gefunden. Ja, cool. Hörst du? Ja, absolut. Oh mein Gott. Ich da Panne. Okay, aber dann hätten wir das für diese Höhlenexpedition zumindest mal. Es läuft ja bisher eigentlich ganz okay. Meine Hälfte ist im Keller und Phase steht voll gut da und ist super ausgerüstet. Also alles wie immer. Irgendwie. Also mir geht's jetzt nicht so schlecht. Nö, machst du ja auch nichts. Okay, vielen Dank fürs Schauen. Euer Kaffaun.